Hurra, das Frühjahr ist da. Endlich Zeit zum Düngen. Ja, gerne werfe ich meinen Dünger mit der Hand. Wenn ich denn doch mal irgendwie eine faule Ader erwischt habe, dann nehme ich auch gerne mal den Streuwagen. Und heute? Heute möchte ich mal den Wolf-Garten-Streuer hier ausprobieren. Er funktioniert mit 4 Batterien, was ich schon mal negativ finde, weil wenn die Batterien dann irgendwann mal ihren Geist aufgeben, ja, dann kannst du doch mit der Hand weitermachen. Aber er wurde getestet. Von selbst ausprobiert und bekam gleich 5-mal den Hammer. Ich denke mir, das heißt wohl Hammer gut, nicht hau mir den Hammer rauf. Wollen mal gucken. Ausprobiert habe ich ihn selber noch nicht, also ihr werdet gleich bei den ersten Gehversuchen mit dabei sein. Hier an diesen Rädchen stelle ich ihn an und bestimme gleichzeitig die Geschwindigkeit, wie schnell sich dieser vordere Verteiler hier bewegen soll. Ich weiß nicht, ob dadurch auch gleichzeitig die Breite der Streufläche bestimmt wird, denn das kann man hier nicht einstellen. Soll ich eine schmale Spur bestreuen oder soll ich eine breite Spur erzeugen? Schauen wir mal. Hier drin ist auf jeden Fall das Fach. Wenn ich diesen Hebel, hier unten ist eine Sicherung, wenn ich die drücke und diesen Hebel hier ziehe, dann geht dieses Fach auf. Das ist die kleinste Stelle. Der schwarze Pinüppel davor sorgt dafür, dass das Dünger oder andere Sachen halt hier durch hineingeführt werden, um es von diesen Rädchen verstreuen zu lassen. Schon negativ finde ich, man kann es stufenlos einstellen, stufenlos nicht wirklich. Hier steht nicht mal drauf, auf welcher Stufe ich mich gerade befinde. Das heißt, es ist sehr, sehr unübersichtlich. Ich muss immer gucken, drehen, hochziehen und gucken, wie weit öffnet sich das Türchen. Ich lasse es aber erstmal auf kleinster Stufe und ich gucke mir mal an, ja, wie das da so rauskommt. Jetzt hole ich aber erstmal den Dünger aus der Garage. Was für jeden Streuwagenbenutzer hilfreich ist, ist, dass auf den meisten Düngerverpackungen draufsteht, welche Einstellung man denn zum Düngen benutzt. Nur dieses Gerät hier wird nicht erwähnt. Schade. Aber gut, die Erfahrung wird es bringen. Ich nehme mal einen Sack. Das sind 3 Kilo, die für 130 Quadratmeter reichen sollen. Und die werde ich jetzt einfach mal da reinpacken und mal gucken, wie sich dieses Gerät verhält. Das passt aber haargenau. Eine zweite Packung, keine Chance. Eine füllt dieses Gerät vollkommen aus. Ist eigentlich auch okay, weil so habe ich 3 Kilo in der Hand. Und hätte ich 2 drin, wären es 6. Dann fängt es schon wieder an, anstrengend zu werden. So, ich muss mich beeilen. Es fängt an zu regnen. Zum Ausbringen von Dünger gut, aber für meine Kamera nicht so schön. Ich stelle das Ganze mal auf Stufe 2 und dann lege ich einfach mal los. Jetzt gehe ich nochmal für euch auf die Stufe 5 und dann mal gucken, was passiert. Ja, auch nicht anders. Okay, ich werde jetzt erstmal beigehen, euch das Ergebnis hier zeigen, mal raufzoomen. Es ist ja relativ gleichmäßig verteilt. Aber es fängt eben an zu tröppeln und ich muss mal zusehen, dass ich denn die gesamte Fläche hier nochmal schnell fertig mache. So, es fing nur an zu tröpfeln, da habe ich wohl ein bisschen zu früh Panik geschoben. Jetzt zeige ich euch nochmal 1-2 Bahnen damit.
Ja, das Schöne ist, es geht ganz locker aus der Hand raus. Ich habe keinen Karton mehr unter den Arm, wo ich reingreifen muss. Das strengt den Bizeps nichts an. Ich verkrampfe mich nicht. Es verteilt relativ gleichmäßig. Sorgen mache ich mir immer darum, ich muss immer die richtigen Batterien jetzt im Haus haben. Und es ist nicht so schön auf diesen schmalen Stücken hier. Da muss man dann doch sehr stark aufpassen, dass man nicht über den Rand hinausschießt. Aber ansonsten, ja, kann man damit arbeiten. Ich sammle jetzt erstmal meine Erfahrung ein Stück weiter durch und dann probiere ich das mal nicht mit Körnern, sondern mit einem Rasenaktivator, der dann doch relativ staubig ist, wo das Verstreuen keinen Spaß macht. Mal gucken, wie er mit solchen Geschichten dann umgeht. Ja, schade, da hatte ich die Kamera schon rübergebracht auf die andere Seite und ich dachte, hi Hossa, die Batterien sind leer und das, wo ich den Kasten komplett gefüllt hatte. Nichts ging mehr. Ich habe von der Hand weitergedüngt erstmal, um festzustellen, dass sich einige Körner hier zwischen diesen Drehrädchen gesetzt haben und er deswegen nicht mehr gearbeitet hat. Logisch kriegst du ihn natürlich dann nur freigepult, wenn der ganze Dünger draußen ist. Also, den fünften Hammer hätte der von mir noch nicht gekriegt. Aber jetzt gehen wir erstmal an ein anderes Produkt ran. Und zwar werde ich den Streuer jetzt mit diesem Rasenaktivator befüllen. Der macht beim Verstreuen überhaupt keinen Spaß, weil das eigentlich nur Pulver ist. Und dann wollen wir mal gucken, wie der mit so einem Zeug umgeht. So, los geht's. Oh lala. Eigentlich kommt da in erster Linie nur Staub raus. Na, ich probiere es jetzt erstmal ohne Kamera und werde dann nochmal berichten. Ja, das staubige Zeug war schon ein bisschen mühseliger, aber letztendlich habe ich es rausgekriegt. Ich musste bloß das Gerät deutlich mehr schütteln, damit immer genug vom Drehrädchen war. Und es hat es artig verteilt. Es ist nicht windig, ich habe das relativ nah über dem Rasen gehalten. Und ich bin der Meinung, das verteilt doch sehr, sehr gleichmäßig. An den Stellen, wo nur Erde ist und Steine, ich zeige euch das mal. Hier kann man ganz genau erkennen, dass es dann doch relativ gleichmäßig verteilt worden ist, was man dann später auf den Rasen nicht mehr erkennen kann. Einer, der meine Aufnahmen stört. Okay, ein Hammer, zwei, drei, vier, fünf Hammer. Bei mir werden keine Hammers verteilt, mehr verteilt. Würde ich mir das Gerät nochmal kaufen? Ich weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall bei, hole mir noch mal ein bisschen Dünger aus der Garage und dann werde ich mit diesem Gerät noch mal die andere Seite machen. Noch halten die Batterien. Und ich bin gespannt, ob ich das Mitte der Saison, wenn ich erneut dünge, noch einmal raushole. Fragt gerne noch mal nach, ob ich es rausgeholt habe, wie viel Spaß mir die Arbeit damit gemacht hat. Das mit dem staubigen Zeug eher weniger. Die Körner war wunderbar und man darf auch nicht vergessen, es findet kein Überdüng statt, denn mit der Hand passiert es dann doch oftmals, dass einige Körner zu zentriert verteilt werden. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Man kann langsam gehen, behutsam, das Körbchen immer schwenken, schwenken, schwenken und schwenken. Bleibt die Frage der Kaufempfehlung. Kann ich euch diese Maschine empfehlen? Nun, wer ein großes Grundstück hat und viel Rasen hat, so teuer ist es nicht. Man kann es gerne mal ausprobieren. Beim Streuwagen hatte ich immer das Problem, in den Kurven ist mir immer zu viel rausgefallen. Das passiert hier nicht. Das Überdüngen kann hier eigentlich nicht passieren. Schön ist es eben, wenn du einen 10-Kilo-Eimer hast mit Dünger und mit der Hand streust, dann tut dir irgendwann der Arm weh, wo du den 10-Kilo-Eimer drin hältst. Ja. Ja. Fällt mir schwer zu raten, also 5 Hammer klingt eigentlich hammermäßig, aber ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme so, unbedingt hammermäßig bin ich noch nicht begeistert. Da hat mir der Wolf Garten Rasenkantenschneider doch deutlich mehr Spaß gemacht. Jetzt muss es nur noch regnen, damit sich der Rasen auch über den Dünger freut. Von der Natur
für die Natur. Euer New Wonder. Den Rasendünger, jetzt noch mal ein kleiner Nachtrag, den ich zuerst benutzt habe, den hatte ich bei Lidl gekauft. Habe aber jetzt mal für meine Lieblingsseite mein Kompo-Zeug rausgeholt. Und tatsächlich, der läuft hier richtig geil durch. Der verstreut das sparsam, fängt so langsam an, dass ich an diesem Gerät Gefallen finde, weil ich komme relativ zügig damit durch und ja, kein Überdüngen, wunderbar, ich freue mich aufs Ergebnis. So, jetzt aber endgültig, tschüss.